Die einen sagen, Soja ist total gesund und die anderen sind totale Soja-Gegner. Wir haben uns angeschaut, was die Wissenschaft dazu sagt und wer denn jetzt von beiden recht hat. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Michelle Dietz. Ich bin Molekularbiologin und Ausbilderin bei Ecodomy. Ich habe euch heute aktuelle Forschungsergebnisse mitgebracht zum Thema Soja, damit wir endlich beantworten können, ob denn jetzt Soja gesund ist oder nicht. Als erstes wollen wir uns anschauen, was in der Sojabohne alles enthalten ist und wie wir diese Stoffe bewerten können. Ganz auffallend ist, dass die Sojabohne mit 40% sehr reich an Protein ist. Dieses Protein hat eine besonders hohe biologische Wertigkeit. Das bedeutet, dass die einzelnen Proteinbausteine, die Aminosäuren, von unserem Körper sehr gut verwendet werden können. Ganz vereinfacht dargestellt. Wir finden in der Sojabohne noch weitere interessante Nährstoffe. Dazu zählen zum Beispiel mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Vitamine der B-Gruppe, Eisen, Zink, Magnesium, Calcium und Kalium. Jetzt kommen wir zu dem besonders interessanten Teil der Inhaltsstoffe. Sojabohnen enthalten eine bestimmte Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe, nämlich die Isoflavone, die auch unter dem Begriff Phytoöstrogene bekannt sind. Diese Phytoöstrogene sind dem menschlichen Östrogen strukturell ähnlich und besonders darauf beziehen sich einige Kritiker. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Der Aspekt, der hier am meisten hervorgehoben wird, ist, dass diese Phytoöstrogene an menschliche Östrogenrezeptoren binden können und die Frage ist, welche Aktivität daraus resultiert. Aber hier gibt es mehrere Punkte, die dabei zu beachten sind. Punkt Nummer eins ist, dass die Phytoöstrogene an einen Zuckerrest gebunden sind. Das heißt, wir haben das Phytoöstrogen, das an den Zuckerrest gebunden ist, und das muss erstmal im Körper getrennt werden, damit überhaupt das Phytoöstrogen an diese menschlichen Rezeptoren binden kann. Und das passiert natürlich nur zu einem gewissen Prozentsatz, weshalb auch nur nach der Aufnahme von den Phytoöstrogenen ein gewisser Prozentsatz überhaupt theoretisch in unserem Körper aktiv sein könnte. Gehen wir jetzt davon aus, wir essen ein Sojaprodukt, das darin enthaltene Phytoöstrogen wird von seinem Zuckeranteil gespalten und das Phytoöstrogen geht tatsächlich in unseren Stoffwechsel ein. Jetzt hat man herausgefunden, dass dieses Phytoöstrogen nicht an alle Rezeptoren binden kann. Das heißt, in verschiedenen Geweben passiert tatsächlich gar keine Bindung an diesen Rezeptoren und so kann auch keine Wirkung der Phytoöstrogene verzeichnet werden. Das ist also die Situation, wie wir sie uns vorstellen können, wie sie in unserem Körper ablaufen kann. Wir essen Soja, das Phytoöstrogen wird aufgenommen, ein Teil davon wird tatsächlich von seinem Zuckerrest gespalten und ein kleiner Teil kann dann auch in ein Gewebe gelangen, wo ein Rezeptor ist, an den das Phytoöstrogen überhaupt binden kann. Die kritischen Studien, die sich auf diese potenzielle Aktivität beziehen, beziehen sich aber nicht auf diesen physiologischen Zusammenhang. Das heißt, diese kritischen Studien sind vor allem in vitro durchgeführt worden. Das heißt, Zellen in einer Petrischale. Und da hat man dann isolierte Phytoöstrogene draufgegeben. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Situation, wenn wir jetzt ein vollwertiges Lebensmittel, zum Beispiel Sojabohnen, eben essen oder Tofu essen und dann diese natürliche Menge in unseren Körper gelangt. Kommen wir jetzt also von den Petrischalen hin zu den echten Menschen. Wie sieht das denn aus? Was passiert denn mit den Menschen, die wirklich regelmäßig Sojaprodukte essen? Da gibt es sehr interessante Ergebnisse aus epidemiologischen Studien. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig naturbelassene Sojaprodukte essen, ein reduziertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Prostatakrebs aufweisen. Diese präventive Wirkung von regelmäßigem Sojaverzehr konnte man sogar in Bezug auf Brustkrebs feststellen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Phytoöstrogene eine ähnliche Wirkung aufweisen wie ein Medikament, das sogar gegen Brustkrebs eingesetzt wird. Dieses Medikament heißt übrigens Tamoxifen. Im Gegensatz dazu wird davon abgeraten, regelmäßig isolierte Isoflavonpräparate einzunehmen. Jetzt haben wir noch das Thema männlicher Stoffwechsel und Phytoöstrogene. Verweiblichen Männer jetzt, wenn sie regelmäßig Soja essen? Auch dazu gibt es Studien und die kommen zu einem ganz klaren Ergebnis. Nein, dem ist nicht so. Auch hier gibt es Studienergebnisse, die deutlich darauf hinweisen, dass ein regelmäßiger Sojaverzehr von Männern nicht zu einer Erhöhung des Östrogenspiegels führt und auch nicht zu einer Erniedrigung des Testosteronspiegels.
Als Fazit können wir ganz vereinfacht festhalten, ja, Soja ist gesund. Wichtig ist, dass es so vollwertig wie möglich konsumiert wird. Idealerweise achtet man auch noch auf die Herkunft, das heißt regional und bio sind zu bevorzugen. Wenn ihr mehr zum Thema Soja wissen möchtet, dann werft doch gerne einen Blick auf den passenden Blogartikel. Ich verlinke euch den Artikel und den passenden Podcast in der Infobox unter diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao!